Zeit dort dauerbig, selbst aus dem Dreck geholt. Tekken sagte, lass uns rappen, doch ich blieb im Wettbüro. Meinem Viertel denkt man, meine Maroks am Tourette-Syndrom. Düsseldorf, Kriminalitätsrate Mexiko. In der Schule keine Federmappe, aber Lederjacke. Mitschüler wurden abgezockt und das aus jeder Klasse. Ich hab ausgeschlafen, hatte keine Hausaufgaben. Jeden Tag zu spät gekommen, Abdel musste draußen warten. Die Versetzung messerscharf, malte Hakenkreuze auf die Tische und sagte den Lehrern, dass es Stefan war. Er wollte ein Bulle werden, ich wollte sein wie Escobar. Taschengeld hat's nicht gegeben, deshalb wurde ich Kleptoman. Schau, ab der 8. Klasse Stammkunde beim Arbeitsamt. Und der Einzige, der mich begleitet hat, war mein Blunt. Jeden Tag nur Joints geraucht, lebte in den Tag hinein. Taub gewesen, ich hab nicht gehört, wie Mama abends weint. Straßenhype, meldepflichtig und ich war seit Tagen flüchtig. Harte Zeit, war nicht reich, dafür automatensüchtig. Denn wenn der Tag gefickt ist, du auf einmal pleite bist und nur wegen dem Haftbefehl durch das Land am Reisen bist. Jeden Tag nur Scheiße frisst, dann merkst du, wer noch da ist. Der Richter stellt Kaution aus, aber wer bezahlt ist? Denn Farid war genauso broke wie ich, es gab kein Banger-Hype. Bis 25 musste ich schon 6-mal ins Gefängnis rein. JVA, Düsseldorf, das Ganze war ein Fluch. Ich hab versagt und wollte nicht, dass Mama mich besucht. Doch Farid hat mich besucht und er meinte, er gehört zu ihm. Ich fragte, wer, und er sagte zu mir, German Dream. Hör auf mich, nutz die Zeit, schreib hier drin so viel du kannst. Und wenn du rauskommst, zieh ich dir ein Deal an Land. Keine Beats im Knast, ich schrieb alles a cappella auf. Und merkt ihr, durch das Texten geht die Zeit hier schneller drauf. Tupac, seine Poster hing ich bei mir in der Zelle auf. Dadurch sah der Kellerbau schon ein bisschen besser aus. 2 Wochen später war ich frei und es klingt behindert. Doch mein erstes Studio war bei Azuan im Kinderzimmer. 2. Stock, keine Heizung, es war kalt. Und als Dämmmaterial Eierschachteln gegen Hall. Die ersten Tracks waren Killer, doch der Scheiß musste raus. Und deshalb machte Atze mir mein MySpace-Account. Mann, ich weiß noch genau, Bruder, wir hatten ne geile Zeit. Es ist mehr als die Erinnerung, die uns beiden bleibt. Und damit der Hype noch steigt, hat mich Farid mitgenommen. Backup-Rapper auf der Bühne, lern mal die verfickten Songs. Ich hatte keinen Plan von Rap, ich kannte nur live wetten. Doch willst du das Eis brechen, musst du halt am Mic rappen. Jeden Tag geübt, glaub mir, Bruder, fast einen Monat. Doch danach waren wir eingespielt wie Barcelona. Mo war der Manager, er hat die Vision gehabt. Sein Blick hat damals schon verraten, dass er bald Millionen macht. Drogen, Knast, alles war vorbei, weil ich jetzt Texte schrieb. Farid war am Pumpen, mich dagegen lebte exzessiv. Ständig Beef mit Enemies, doch ich hatte die Wahl zwischen Cash verdienen, Hennessy und Schlampen an der Bar. Das Geld war mir egal, jede Gage ging am Abend drauf. Alkohol bringt Ärger, so wie Neid, es artet aus. Du willst einen Freund beschützen, machst dich für ihn stark im Club. Und es endet mit einem lebensgefährlichen Schlag im Sof. Ich war auf Bewährung, das bedeutet, ich muss wieder rein. Farids Tour stand vor der Tür und diesen riesen Hype konnte ich nicht mitnehmen. Er suchte sich einen anderen Backup, der dann an meinem Platz durch das ganze Land gerappt hat. Wieder mal bei Null, wieder in der JVA. Und der Scheißwärter sagt, wieder hier, du Superstar. Hat ja prima geklappt und jetzt noch Sprüche ziehen? Das kannst du gerne tun, morgen früh beim Küchendienst. Scheiß essen, Karten spielen, kein Problem, ich bin's gewohnt. Ging zufällig auf Viva, unser Farid Bang als Klingelton. Ich war geschockt, aber auch gleichzeitig stolz auf ihn. Harte Arbeit zahlt sich aus, er hat sich den Erfolg verdient. Die Jungs haben Spaß gehabt, ich dagegen keinen Besuch. Scheiß drauf, denn ich wusste, bald bin ich auf freiem Fuß. Als ich rauskam, stand Farid vor dem Knastgebäude, krasse Freude. Doch wer waren diese anderen Leute? Neuer DJ, neuer Backup, alles war so fremd für mich. Trotzdem meinte er, ich will, dass du der erste Banger bist. Ich mach ein neues Label auf und du bist meine Nummer 1. Kein Problem, her mit dem Vertrag und ich unterschreib blind bei meinem Bruder, weil er es mir genauso gönnt. Und weil er will, dass mich jedes Schwein da draußen kennt. Doch leider lief das Ganze nicht so wie geplant. Denn die Jungs um uns herum hatten ne komische Art. Und klar ging's nach oben, doch ich wollte nicht mit auf die Leiter. Kannte ihn am längsten, doch fühlte mich wie der Außenseiter. Freiwillig ausgestiegen, nein, mein Freund, ich bin kein Neider. Doch bevor's am Ende scheitert, mach ich alleine weiter. Freundschaft war mir wichtiger als Fame, Bräute und das Zeug. Deshalb hab ich die Entscheidung auch bis heute nicht bereut. Auf mich allein gestellt, sprachen mich paar Leute an. BTM Squad, und ich startete den Neuanfang. Ich hab ihnen vertraut, dachte ich könnte auf sie bauen. Doch mein Album kam raus und sie verkackten meinen Sound. Kein Feature für Spastis, Hardcore gerappt. Alter, scheiß auf die Cutbeats, die Parts waren fresh. Doch dann kam das Cash und sie steckten es sich ein. Und mir wurde klar, ich verschwende meine Zeit. Mann, sie haben mir leid getan, ich wollte den Versagern helfen. Obwohl ich wusste, zwischen mir und ihnen lagen Welten. Sie waren frustriert und hatten keine Wahl, denn ihr Album verkaufte sich nur 38 Mal. Ich hab das Dreckslabel verlassen und aufs Geld geschissen. Doch in Wahrheit suchten sie nur einen Grund, um mich zu dissen. Eure Art war mir zu billig, Holmes, eure Schickimicki-Flows. Ihr habt mich gedisst, meine Antwort Da Vinci Code. Bloßgestellt im ganzen Land, jeder kennt das Wix-Gesicht. Jeder kennt die Haribos und weiß jetzt, dass du Pisse trinkst. Scheiß auf
dich baue. Es war 96 Hours, jetzt bist du ausgewandert, verzweifelt und trauerst. Zu dieser Zeit hab ich parallel dazu das Land gefegt, wieder mal angeklagt. Top 10 Album, Bitch, alle Verbrecher aus meinem Viertel waren stolz auf mich. Hab mal keinen Abschluss, dann weißt du, was für ein Erfolg das ist. Doch jede scheiß Medaille hat auch ihre Kehrseite. Jeder Kanake dachte, dass ich Millionär heiße, mit dem Geld umherschmeiße. Jeder will ein Teil haben, jeder will ein Stück vom Kuchen, jeden muss man einladen. Zu deiner besten Zeit hast du 1000 beste Freunde, doch was du dabei vergisst, sind die echten Leute. Hast du was, kommen alle, hast du nichts, dann gehen sie. Jeder kommt bei Sonnenschein, doch keiner, der den Regen liebt. Geld, Fame, Erfolg, so viel Menschen, die dich lieben. Doch ich konnte das alles nicht genießen. Es traf mich wie ein harter Schlag mitten in das Herz. Denn als mein Vater starb, war alles nichts mehr wert. Scheiß auf die Charts, ich befand mich in der Trauerphase. Dass ich die Promo stoppen musste, das stand außer Frage. Familie über alles, danke für die ganzen Mails. Es hat mir Kraft gegeben, auf einmal stand da Kay. Ich dachte, es wäre ein Fake, ich hatte nichts mit ihm zu tun. Herzliches Beileid, dein Vater soll in Frieden ruhen. Scheiß auf das Rap-Game, das alles ist für mich ein Scherz. Doch wenn mir einer sowas schreibt, ist er in meinem Herz. Danke an Alpagan, PA Sports, Gul Savage, Kollega und Fari Bang, der immer schon mein Bruder war. Cupcakes massiv, Hammert 45, auch wenn du grad im Knast sitzt, hoffe ich, du hörst mich. Rap ist Entertainment, nur die wenigsten sind echt. Doch bei K hab ich gemerkt, ihm geht es nicht um Cash, es wurde gegen ihn gehetzt. Doch dieser Scheiß war nicht wahr, ich schwimm nicht mit der Masse mit, war als einziger da. Sie haben bei ihm geblasen, dann mit seinen Feinden gechillt. Doch Papa hat mir beigebracht, mach dir dein eigenes Bild. Dann hab ich Hate abbekommen, kleine Kinder, die bellen. Doch ich verstell mich nicht für Geld, fick die Internet Welt. Denn nichts hat sich geändert, für Spaß dies keine Feature. Mama nie wieder im Knast, heute siehst du mich auf Viva. Die Scheine werden lila und ich lass alles Revue passieren. Ich hab den Generalschlüssel, wer verriegelt mir die Tür? Mach Cash wie verrückt, guck, aus Pech wurde Glück. Der Milf Hunter ist zurück und jede Schlampe geht gebückt. Dieses Album ist ne Warnung, 10.8. ist das Datum. Denn dann starte ich die Enttarnung zum Da Vinci Code Ultimatum.